Schönen guten Tag wünsche ich. Ja, willkommen zum heutigen Stream und zum heutigen Video. Wir spielen wieder One Piece Pirate Warriors 4 und starten direkt rein ins Geschichtslogbuch. Wir sind noch im Alabaster Arc. Ich habe jetzt übrigens den Controller zum Laufen bekommen, deshalb steht dort unten jetzt A, B und die Pfeiltasten und nicht mehr der ganze andere Ramsch. So, wir sind jetzt bei der Schlüssel zur großen Flucht Mr. Prince. Ruffy und seine Crew haben Crocodiles versteckt, die Rainbows gefunden, sind aber in eine raffinierte Falle getappt. Okay, wir spielen Sanji. Okay. Geschwindigkeitstyp Kampfstil. Wir brauchen jetzt weniger Energie, wenn wir sprinten. Ich muss jetzt erstmal mit der Steuerung klarkommen. Vorher, wie gesagt, ja nur Tastatur gespielt habe. Aber ich denke, da sollten wir schnell reinkommen. Ich hoffe es zumindest. Ruffy und seine Bande machten sich auf den Weg zum Goldring Casino, wo sie Crocodile vermuteten, wurden aber erneut von Smoker angegriffen und von Vivi, Sanji und Chopper getrennt. Sie ließen Smoker und seine Bande hinter sich und kamen zum Goldring Casino, wo sie schnurstracks in Crocodiles Falle tappten. Tja, sie haben uns auf jeden Fall reingelegt. Das haben sie wohl. Diese Falle hätte man vermeiden können. Warum müsst ihr beiden Idioten noch immer blindlings reinstürmen? Ehrlich mal. Du brauchst gar nicht anfangen. Wir wären nicht in dieser Klemme, wenn du uns nicht verfolgt hättest. Wenn ihr schon sterbt, dann doch wenigstens als Freunde. Meint ihr nicht? Oha, der Crocodile, ne? Oh, ich habe gehört, du wärst ein ganz wilder Typ, Smoker. Ich nehme an, für dich bin ich kein Verbündeter, oder? Das nehme ich dir auch nicht übel, keine Sorge. Ich erzähle der Regierung, dass du mutig im Kampf gegen die Schwächlinge von Strohhüten gestorben bist. Er ist also einer der sieben Samurai der Meere. Du bist Crocodile. Macht euch bereit zum Kampf. Hey, kein Grund so zu schreien. Die Party fängt doch gerade erst an. Nicht wahr, Miss Bloody Sunday? Miss Bloody Sunday? Ja, die Rebellenarmee bereitet sich auf den Vorbusch nach Arbana vor. Heißt das Arbana? Ich dachte, das heißt Alabaster. Okay, gut. Ich glaube, dann brechen wir besser auf. Wir müssen uns um Wichtiges in Arbana kümmern. Okay. So. What? Xo-Restaurant. Ja, das Restaurant Le Crab. Wer zum Teufel ist das? Ich? Ich bin Mr. Prince. Anscheinend seid ihr mit meinen Schiffskameraden unterwegs. Mr. Prince? Wo bist du jetzt? Das darf ich nicht verraten. Wenn doch, werdet ihr... Du Zeitverschwender, ich werde... Hallo? Wir haben einen seltsamen Mann vor dem Goldregen-Casino aufgefunden. Ausgezeichnet. Hervorragend gearbeitet. Miss Bloody Sunday. Oh, eines sollte ich noch erwähnen. Ab und an wird dieser Raum überflutet. Bis bald, Strohhut Ruffy. Gut. Ich spiele Sanji. Bin da oben und muss jetzt zu den anderen. Bedingung Sieg. Rette Ruffy und Co. Verpasse Brock Firma eine Abreibung. Wachstum mit Karten. Charaktere können mit Hilfe von Karten wachsen. Wenn du die Insel erreichst und die notwendigen Münzen und Berry verwendest, kannst du die Werte des Charakters erhöhen und neue Spezialangriffe erhalten. Auf jeder Insel kannst du eine bestimmte Anzahl von Malen wachsen. Anfangskarte. Die erhöhten Parameter dieser Karte haben Einfluss auf alle Charaktere. Beginne mit dieser Karte.
Charakterkarten. Erhöhte Werte und erworbene Spezialangriffe haben nur Auswirkungen auf diesen Charakter. Fähigkeiten können jedoch auch für andere Charaktere festgelegt werden. Für Karten verwendete Goldmünzen. Goldmünzen sind wertvolle Gegenstände, die nur einmal verdient werden können. Die gleichen Goldmünzen können auf mehrere Inseln verwendet werden, ohne dass sie verbraucht werden. Aha, okay. Eine hatten wir davon ja auch schon. Münzen und Berry zur Erhöhung des Lebens ausgeben? Ja. Okay. Dann besonderes Territorium. Es gibt Territorien, die so stark die gegnerische Kontrolle unterliegen, dass sie nicht erobert werden können. Okay. Verpasse Barak Firma eine Abweibung. Geschwindigkeitstyp. Volle Kraft Burst. Geschwindigkeitstyp volle Kraft Burst. Starker Sprint verbraucht noch weniger Ausdauer. Schön. Okay, gut zu wissen. Gut, den haben wir auf jeden Fall schon mal erlegt. Wie bitte? Nee. Doch. Doch, wäre es, ne? Einen Moment mal ganz kurz, ich muss mal das Kabel anstecken. So, back in business. Okay, und hier bin ich schneller. Ja, ja, ja. So. Okay. Die Münze haben wir eingesammelt. Na ja, genau, die haben wir eingesammelt. Sehr, sehr schön. Da lang. Sehr schön. So. Zack, zack.
So, jetzt haben wir hier Aufruhr verursacht und dort auch. Verpasse mehreren Gegnern Abrabung und verursache Aufruhr an Rainbase. Okay. Alter, es werden ja immer mehr hier. Krass. So. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwen. Der was dagegen hat, dass wir hier ein bisschen Ramazamba machen. Der andere? Hä? Ach so, sind beide schon kaputt. Okay. Sehr schön. Und zack. Und zack. Okay. Achso, der ist schon, ich glaube, der ist schon ein guter Down, der Boy. Aha, da ist Crocodile, ne? Das ist zwar nicht so ganz Story True. Der Name, der Mann namens Mr. Prince, er macht in der ganzen Stadt Probleme. Okay. Muss anscheinend. Muss anscheinend die Leute hier vorne platt gemacht haben, bevor Crocodile wieder zurückkommt. Aber das sollte ja auch machbar sein, I guess. So, ich dachte, Crocodile kommt zurück, aber das war der Typ hier. Hallo. Okay, auf ins Goldregen-Casino. Aha, Vivi. Vivi, tu doch etwas, hol uns hier raus. Wir müssen uns beeilen, die Rebellion hat fast begonnen. Haltet nur noch ein bisschen durch. Ich verspreche, dass ich Hilfe hole. Ich würde euch nicht im Stich lassen, egal was passiert. Was in aller Welt ist passiert? Alles läuft genau nach Plan. Sanji! Gibst du mir bitte die Position, Prinzessin? Sanji hat sich Vivi angeschossen. Hä? Das ist gut. Chopper ist am Kämpfen. So. Okay. Guck mal, wer da ist. Die anderen alle. Aha. Mr. Three.
Das soll es gewesen sein mit dem Mr. 3. Mr. 3 oder Mr. 3 klingt ein bisschen besser. Besiegt. Bis dann, Koko. Mir reicht es mit den kleinen Fischen. Ich werde sie alle vernichten. Der Raum ist im See versunken. Das war knapp. Hey, lebst du noch, Ruffy? Diese Teufelsfruchtnutzer gehen ja viele Risiken ein. Wer soll dein Lehre nur sein? Wahrscheinlich Warner, ne? Warner, Zorro, warum hast du mich gerettet? Befehl des Captains mir nicht. Ist nicht nötig, mir zu danken. Wo ist Crocodile? Ich habe gerade bemerkt, oh, Smoker. Willst du kämpfen? Lauft, aber das ist das letzte Mal, dass ich euch entkommen lasse. An seinem nächsten Treffen. An Treffen bist du tot. Strohhut, Ruffy. Okay, gehen wir. In welcher Richtung liegt Alabana? Alabaster. Da lang, Richtung Osten. Weißt du? Du bist doch gar nicht so übel. Na los, lauft! Bewertung. Gegner besiegt 1284. Abschlusszeit 8.51. Gesamtrang A. Ne, das ist okay. I would say. Was? Crew-Punkte? Wieso kriege ich Crew-Punkte für Smoker? Ich krieg Münzen. Nice. Und Barry. Yeah, ich kann jetzt Mr. Prince auswählen für Sanji. Wahrscheinlich eines der hässlichsten Outfits, die es für Sanji gibt.